Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung Sie zu Hause und Sie hier im Studio. Herzlich willkommen. Meistertage die Woche, heute wieder mit den Schlagzeilen, den Themen und mit den Menschen dieser Woche. Innerhalb der schwarz-roten Koalition kehrt keine Ruhe ein. Sprengt der Machtkampf um die Grundrente die Große Koalition? Dazu gleich Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil. Sea-Watch-Kapitänin Carola Rakete befeuert mit radikalen Forderungen die Klimadebatte. Sie diskutiert gleich mit FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg. Der große FC Bayern taumelt. Verhagelt die Krise Uli Hoeneß den Abschied? Sie erklären, kommentieren und diskutieren. TV-Moderator Johannes B. Kerner, der Journalist Stefan Aust und der Unternehmer Dirk Rossmann. Ein tolles Team hier gerade jetzt bei uns, um gleich anzufangen mit dieser Sendung. Ich freue mich sehr über Publizisten und auch ein Unternehmer. Ich beginne aber tatsächlich mit dem Publizisten, Herr Aust. Heute war großes Thema die Halbzeitbilanz der Großen Koalition. Mhm. Die Große Koalition hat sich selber Noten gegeben und hat festgestellt, dass sie ihre Arbeit gut gemacht hat. Reicht denn Ihrer Meinung nach das, was vorgelegt wurde, für eine zweite Halbzeit? Ich glaube, es wird eine zweite Halbzeit geben, weil sich keiner traut, Neuwahlen zu machen, weil sie alle eine Höllenangst davor haben, in Neuwahlen zu gehen. Deswegen glaube ich, machen sie so weiter. Und Gott, bis jetzt haben wir noch irgendwie keine riesengroße Krise. Die wurschteln sich irgendwie so durch. Ich glaube, bis zum letzten Tag. Und finden Sie, dass Sie eine gute Halbzeitbilanz vorgelegt haben, wenn Sie es so beobachten? Nein, ich kann nicht erkennen, dass die wirklichen Themen tatsächlich angepackt werden. Und ich glaube, sie lassen sich sehr stark von der Opposition treiben und reagieren mehr, als dass sie regieren. Mhm. Also ich glaube, da könnte man sehr viel mehr erwarten. Aber ich denke, dass es bis zum Ende so weitergeht. Ich glaube auch, dass es ein Zeichen dafür ist, dass die letzten Amtszeiten von Kanzlern und ihren Regierungen oder auch Kanzlerinnen meistens nicht die besten ihrer Zeit sind. Ich glaube, man kann in den letzten zwei Jahren erkennen, dass es sehr viel besser wäre, die Amtszeit von Kanzlern oder Kanzlerinnen auf zwei Legislaturperioden zu begrenzen. Ich weiß, es gibt endlos viele Kommentare dazu, warum man das bei uns nicht machen kann, weil ja nicht der Kanzler gewählt wird, sondern die Parteien, alles richtig. Aber ich glaube, das wirkliche Problem besteht darin, dass sich irgendwann nutzt sich das ab. Und ich glaube, es ist jeder Kanzler besser beraten, nach zwei Amtszeiten, wenn er die denn überstanden hat, wirklich abzudanken. Das ist besser. Mal sehen, ob wir das nochmal erleben werden. Herr Kerner, sind Sie so kritisch wie Herr Aus, was die Halbzeitbilanz angeht? Wie ehrlich gesagt, finde ich es inhaltlich gar nicht so schlecht, was die Große Koalition macht. Insgesamt, es gibt in der Süddeutschen Zeitung immer so eine grafische Darstellung, was sie angepackt haben, was in Arbeit ist, was noch nicht angepackt ist. Das habe ich mit Interesse verfolgt in den letzten Wochen und Monaten, natürlich auch heute. Ich finde die Performance grottenschlecht. Eine schlimme Performance. Wie kann man so miteinander umgehen, wenn man ein Partner ist? Was also, heißt denn wer solche Partner hat, braucht keine Feinde mehr. Naja, die haben jetzt beide Parteitag vor der Brust und müssen bei der Grundrentendiskussion müssen die noch einen Punkt machen. Die einen Ende November, die Anfang Dezember ist zumindest der Eindruck nach außen. Und nun gibt es ein Gehake um ein Thema, das im Koalitionsvertrag vergleichsweise eindeutig geregelt ist. Warum das Fass überhaupt aufgemacht wird. Ja, man kann auch keine Waschmaschine kaufen für 799 und an die Kasse gehen und sagen, ich hätte sie gern für 649. Das gibt's nicht. Dann gehen wir gleich, aber das kommt gleich mit Hubertus Heil, wenn wir darüber einmal Auflösung reden. Im Grunde. Ja. Beide auf dem Weg zu NGOs. Ja. Herr Rossmann, ist das eigentlich eine gute Sache, dass, also ich weiß nicht, dass man sich selber Noten gibt für das, was man, also mein Sohn in seiner Schule würde das gerne tun, sich einfach selber zu benoten nach Leistungsstand. Wie sehen Sie das? Also es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man sich selbst benotet. Eigentlich müssen die Wähler die Politiker benoten und nicht die Politiker sich selbst. Ja. Also dann macht die Halbzeitbilanz ja gar keinen Sinn. Naja, Sie fragen sich, ob es weitergehen soll oder ob Sie weitermachen wollen. Und das ist ja innerhalb der SPD, gibt es ja unterschiedliche Lager. Und diese Diskussion muss jetzt zu Ende geführt werden. Denn niemand kann Auto fahren, wenn er gleichzeitig auf der Bremse steht. Also die Wähler erwarten, dass die großen Herausforderungen der Zeit angepackt werden und nicht, dass Politiker mit sich selbst zu tun haben und sich fragen, mache ich weiter oder mache ich nicht weiter? Stellen Sie sich eine Ehe vor, wo man sich den ganzen Tag fragt, mache ich weiter oder mache ich nicht weiter? Würde ja gar nicht gehen. Und genauso in der Politik. Jedenfalls man muss Ziele haben und diese Ziele muss man versuchen, mit allen mit Engagement zu erreichen. Und dann kommt das auch gut beim Wähler an. Vergleichsweise einfach, Herr Kerner, ist es beim Sport, da ist man Trainer und wird einfach ausgewechselt, wenn die Mannschaft eine schlechte
Leistung abliefert. Das ist in diesen Tagen dem Trainer vom FC Bayern passiert. Niko Kovac ist weg. Ist das in Ordnung, wie mit dem in den letzten Monaten umgegangen ist, Ihrer Meinung nach? Naja, die Problematik beim FC Bayern ist ja ein bisschen breitflächiger als jetzt einfach nur ein Trainerproblem, das scheinbar gelöst ist, nachdem die heute Abend dann gewonnen haben in der Champions League. Ganz so einfach ist es nicht. Da gibt es tiefer liegende Probleme. Die sind zum Beispiel darin begründet, dass der Präsident mit dem Vorstandsvorsitzenden nicht so gut kann in ganz entscheidenden Fragen. Also Uli Hoeneß einerseits und Karl-Heinz Rummenigge andererseits. Das wird man abwarten müssen. Ich glaube nicht, dass Kovac schuld ist an der Situation des FC Bayern, wie er sich momentan darstellt. Tabellenvierter. Und ich bin auch sicher, dass ein neuer Trainer nicht alles sofort wird lösen können. Da gibt es sicherlich tiefer liegende Probleme. Haben auch falsch eingekauft vor der Saison, glaube ich. Und die Mannschaft, hat den Trainer auflaufen lassen oder nicht? Ach ja, das ist ja immer so eine Sache. Spieler haben es nicht so gerne, wenn die Trainer in der Öffentlichkeit unter Namensnennung Einzelkritik üben. Das hören Spieler recht genau. Das hat Niko Kovac gemacht. Das haben Fußballer nicht so gerne. Und dann spielen die einfach schlecht, obwohl sie Millionen verdienen? Ja, ob so einfach nicht. Ein Trainer wiederum, um jetzt auch mal für Niko Kovac ein bisschen sozusagen ein Wort einzulegen, hat es auch nicht so gerne, wenn nach Champions League Spielen der Vorstandsvorsitzende das Mikrofon ergreift und jedem dankt nach sensationellen Auswärtssiegen, zum Beispiel wie in London, jedem Dank bis hin zum Busfahrer und zum Zeugwart, aber den Trainer immer irgendwie vergisst, haben die auch nicht so gerne. Das war halt ein Hoeneß-Mann und kein rummeliger Mann und das hat man gespürt, da stimmt es nicht in der Systematik. Da kracht es im Gebälk und am Ende muss halt der Trainer gehen. Und wenn der Trainer geht, dann ist auch einer der Verantwortlichen, also Uli Hoeneß. Ah ja, selbstverständlich ist er. Also ich meine, das sind ja seine letzten Tage im Amt und er hat sich das sicherlich anders vorgestellt zur Amtsübergabe als Tabellenplatz 4 und einen Trainer gerade rausgeschmissen. Also die Festspieler haben einen Kratzer. Herr Rossmann, Sie sind ja selbst Unternehmer wie Uli Hoeneß. Sie Fußballfan. Haben selbst Fußballfan und eben auch engagiert bei Hannover 96, beteiligt als Gesellschafter. Was glauben Sie, wie bitter das für Herrn Hoeneß jetzt ist, nach 40 Jahren beim FC Bayern gerade jetzt mit so einer Bilanz dann aufhören zu müssen, denn das wird er ja nächste Woche tun. Das ist der falsche Zeitpunkt. Also soll er weitermachen? Der falsche, ja, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Liebe Frau Maischberger, Sie müssen ein bisschen Rücksicht nehmen auf mich. Ich sehe alles mehr aus hannoverscher Sicht und wir haben uns Sie auch von unserem Trainer getrennt. Ja, und deshalb war diese Woche für mich mehr Hannover das Thema und nicht Bayern München. Okay. So subjektiv sind wir. Aber natürlich kann ich das nachvollziehen. Insgesamt hat Hoeneß einen tollen Job gemacht bei Bayern, das wissen alle. Und deshalb ist dieser Abschied so natürlich auch ein Stück traurig in der Form. Wer kommt denn danach dann nach Herrn Kovac? Ich habe gerade gesehen, Sie haben eine neue Sendung auf Magenta TV. Ja. Sie haben da ein Interview gemacht in Bestbesetzung mit Jürgen Klopp. Ja. Wäre der ein Kandidat? Das sollte man ihn selbst fragen. Er wird darauf antworten. Ich vermute, er wird Nein sagen. Aber ich weiß es natürlich nicht. Wieso sagt er denn Nein? Er hat eine Festanstellung zurzeit. So. Ja. Deshalb steht er gar nicht zur Verfügung. Die Frage wird sich ihm gar nicht so stellen. Man müsste schon Trainer fragen, die irgendwie verfügbar sind. Das Schöne im Fußballgeschäft ist, es gibt ja auch Trainer, die sich immer wieder selbst ins Gespräch bringen. Also Arsène Wenger habe ich zum Beispiel jetzt gelesen, der hätte Zeit. Und er hat, glaube ich, auch Lust, noch mal eine Mannschaft zu übernehmen. Dann haben die mit dem Trainer von Ajax Amsterdam offensichtlich Kontakt gehabt. Der hat gesagt, ich bin zurzeit in Amsterdam. Was so viel heißt wie, am Ende der Saison können wir reden. Thomas Tuchel hat gesagt, ich kann gar nicht, weil ich ja Trainer von Paris bin. Was umgekehrt heißt, wenn ich nicht mehr Trainer in Paris bin, das kann manchmal schneller gehen, als man denkt, dann stehe ich zur Verfügung. Die haben aber früher auch schon mal miteinander geredet und sind da nicht richtig zueinander gekommen. Dann gibt es noch Ralf Rangnick, der in Leipzig ja, der ist ja nicht beschäftigungslos, aber ist halt nicht mehr in der Seitenlinie. Könnte ich mir auch vorstellen. Und jetzt ist es Hansi Flick. Und jetzt gewinnt er gegen Piräus, dann gewinnt er zufällig gegen Dortmund und dann macht er das bis Ende der Saison. So geht es manchmal im Fußball. Also der bleibt dann jetzt bis zum Ende der Saison, höre ich das daraus. Ist nicht meine Entscheidung. Weil aber wenn der zwei Spiele jetzt gewinnt und dann ist eine Länderspielpause, dann kann man sich neu sortieren. Und es gibt doch jetzt am Markt, ich meine, Jupp Heynckes hat als erstes den Telefonhörer daneben gelegt. Ja? Also weil er sonst Angst gehabt hätte, dass er angerufen wird. Und wer steht denn zur Verfügung? Ich bin bei aller Wertschätzung für große Fußballlehrer. Also ja, Mirko Slomka hätte jetzt Zeit oder Peter Neururer. Überqualifiziert. Mirko Slomka. Ja, ja. Ja, er ist Mathematiklehrer. Ottmar Hitzfeld ist auch Mathematiklehrer und war da ganz erfolgreich. Also, ich weiß es natürlich nicht. Ich glaube, dass die Zeit brauchen, um so eine Entscheidung zu fällen. Und ich glaube, dass die auch in Ruhe ihren Kader angucken müssen, weil ich glaube, dass da wirklich Fehler gemacht worden sind. Niko Kovac kann doch nichts dafür, dass der Süle sich verletzt hat und der Boateng in der 10. Minute die rote Karte gekriegt hat. Da kann der wirklich nichts dafür. Aber deshalb muss man nicht gleich 5-1 verlieren. Ein 2-1 wäre ja auch okay gewesen. Aber Frankfurt ist nicht so schlecht. Wäre doch furchtbar langweilig, wenn nichts passiert. Ja. Ich meine, auch 40 Jahre Hoeneß, nicht, höre ich jetzt zum ersten Mal. Hätte ich jetzt nicht gewusst, hätte auch 38 sein können. Aber irgendwie muss doch mal ein Wechsel sein. Im
Sport, in der Firma, in der Politik. Ich finde, es muss sich mal was ändern. Und ich meine, es wäre doch das Langweiligste von der Welt, wenn die Bayern ständig Nummer eins sind. Ja, ja, das ist ja leider fast so. Und jetzt wird es vielleicht mal Gladbach oder Dortmund. Ist doch gut, wenn die mal runtergehen, mal andere drankommen. Glauben Sie eigentlich, Herr Aus, weil Sie gerade gesagt haben, also die Kanzler sollten eigentlich Legislaturperioden haben, nämlich zwei. Ja, was denn, Max, wenn der Parteivorsitz bei Frau Merkel das wäre, was sie jetzt noch hätte? Würde es dann besser um die CDU stehen? Hätte sie da mehr Kraft als in der Regierung, Ihrer Meinung nach? Das kann ich überhaupt nicht beurteilen, aber ich glaube, es ist ein Wechsel wichtig und notwendig. Und ich glaube, das ist beim Parteivorsitz genauso wie bei Chefredaktionen oder wo auch immer. Ich glaube, es ist wichtig, dass man einen Wechsel hat. Mhm. Weil der Punkt ja der ist, wenn irgendjemand so lange im Amt ist, sagen wir mal wie Hoeneß jetzt, nicht, um nicht in der, auf dem glitschigen Pflaster der Politik das zu diskutieren, dann ist es ja nicht nur eine Person, es ist eine ganze Gruppe. Und je länger diese Person dann im Amt ist, desto schwieriger wird es überhaupt darüber nachzudenken, wer der Nachfolger oder die Nachfolgerin sein kann. Dann wird ja diese Statur wird ja immer größer. Und das können wir in der Politik natürlich sehr deutlich feststellen, dass man gar keine Idee mehr hat, wer das eigentlich machen könnte. Wir haben eine neue Entwicklung in der Politik. Also wenn man jetzt nach Thüringen schaut, was in dieser Woche auch ein großes Thema ist, sehen Sie, ein Ministerpräsident hat zwar sehr viele Stimmen bekommen, Bodo Ramelow, aber er kann keine Regierung mehr bilden. Das heißt, er wird erst einmal weiter regieren, bis man eine Koalition bekommt. Mhm. Das heißt, man kann den gar nicht mehr abwählen. Ja, und es ist auch nicht besonders schön, wenn sich dann anschließend überall oder jedenfalls da erstmal nur Koalitionen bilden, sozusagen gegen die AfD. Dann macht man diese Leute, die ich jetzt nicht weiter qualifizieren will, wichtiger. Finden Sie das falsch, dass die CDU zwischen sich und der AfD so eine Brandmauer hochgezogen hat? Ich glaube, in dem Zustand, in dem diese AfD sich befindet, insbesondere in Thüringen, ist es wirklich notwendig. Ich glaube, also ich würde jedenfalls keine Koalition mit diesen Parteien machen, aber das Problem ist ja, man schiebt denen ja immer mehr Themen zu und deswegen werden sie immer größer. Das ist das wirkliche Problem. Wenn ich nur einen Halbsatz dazu sagen darf, Entschuldigung. Ja. Es ist mir wichtig, dass man eine Unterscheidung macht zwischen den Menschen, die sie wählen, 25% bedrohlich viel, ja, aber eine Unterscheidung zwischen den Menschen, die sie wählen, und denen, Menschen, die sich wählen lassen. Die sich wählen lassen und die bewusst zündeln am äußersten rechten Rand, die braunes Gedankengut salonfähig machen und die man ungestraft Faschisten nennen darf. Das ist etwas, das kann es nicht geben. Und da bin ich, also es ist eine absolute Linie. Es kann nicht sein, dass mit diesen Menschen zusammen koaliert, geduldet oder was auch immer wird. Aber die Wähler, die muss man ernst nehmen. Aha. Weil die können nämlich beim nächsten Mal was anderes wählen, wenn man sie überzeugt mit guter Politik. Und das Problem ist, man schiebt ihnen immer mehr Themen zu, weil die Themen nicht behandelt werden. Aber 17 Mitglieder der CDU in Thüringen haben jetzt ein Landtagsabgeordneter dabei. Und ansonsten 17 Mitglieder der CDU in Thüringen haben einen Brief geschrieben und haben damit zumindest den eigenen Mann, Herrn Moring, unter Druck gesetzt, weil sie gesagt haben, man muss zumindest darüber nachdenken, mit der AfD nicht irgendwann mal zusammenzugehen. Absolut falsch. Ich bin da ganz bei Herrn Kahner. Wenn man zurückdenkt, wie ich meine, wir kennen ja alle die deutsche Geschichte und wir wissen ja, was für ein unsägliches Leid die Menschen gelitten haben im Zweiten Weltkrieg, die im Konzentrationslager waren. Und heute leben die Nachfahren dieser Menschen. Und wer denn Herr Gauland sagt, dass das mit dem Wort Fliegenschiss in Verbindung bringt, wie auch immer, denn sind das Menschen, mit denen man nicht koalieren kann. Und insofern halte ich den Standpunkt oder die Position der CDU absolut für gerechtfertigt und für mich nachvollziehbar. Ich würde mit solchen Menschen, die eine solche Geschichtsvorstellung haben, würde ich in keine Koalition gehen. Unmöglich. Mhm. Der Thüringer Spitzenkandidat der AfD hat heute eine Tolerierung angeboten. Die CDU ist darüber offensichtlich nicht ganz eins, jedenfalls in diesem Bundesland nicht. Glauben Sie, das wird irgendwann mal sich abschleifen? Da wird irgendwann mal, wird man sehen, na, vielleicht bewegt die sich doch woanders hin, diese AfD. Man kann nicht immer ausschließen, mit denen zu arbeiten. Ich kann mir das nur schwer vorstellen. Wenn eine Partei nicht zwischen sich und sozusagen den Ideologien des Dritten Reiches und dem, was so am rechten Rand in Deutschland ja noch existiert, nicht einen ganz tiefen Graben macht, dann ist es sehr schwer, mit ihnen darüber zu reden. Also ich glaube, das wird in absehbarer Zeit nicht passieren. Aber vielleicht ist es ja so, dass irgendwann die etablierten Parteien merken, warum die so stark geworden sind. Warum sind die denn so stark geworden? Sie sagen jetzt die ganze Zeit, es bleiben Themen liegen. Ich bring das immer auf so einen ganz simplen Punkt. Wenn die Probleme nicht angepackt und gelöst werden, dann suchen sich die Probleme ihre eigenen Lösungen oder Scheinlösungen. Und die sind sehr häufig sehr unerfreulich. Mhm. Ich kann Ihnen sagen, ich will nicht behaupten, dass ich immer recht habe. Nicht? Obwohl das ja meistens der Fall ist. Aber welche Probleme sind? Nein, aber mal ganz simpel. Ich habe immer recht gehabt.
Ich habe im Sommer 15, als es mit diesen Migranten so richtig losging, also ein paar Monate bevor dieser berühmte 4. September war, da habe ich in einem Kommentar geschrieben, diese Flüchtlingspolitik ist ein Konjunkturprogramm für Rechte. Und genau so war es. Und wenn man dieses Land ein bisschen kennt und ein bisschen länger schon Journalist gewesen ist, die Entwicklung gesehen hat, dann kann man sehen, was daraus wird. Und das war zu sehen, das war zu erkennen. Wir haben nachher Carola Rakete zu Gast, die Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet hat, werden dieses Thema da nochmal sicherlich von der anderen Seite auch beleuchten. Aber der Führungsstreit, der in der CDU jetzt ausgebrochen ist, der ja auch ein bisschen damit zu tun hat, dass man nicht so ganz genau weiß, wohin. Dass Herr Merz öffentlich sagt, das ist also grottenschlecht, was die Regierung macht. Und eigentlich ist auch die Kanzlerin und die Parteivorsitzenden. Kann der überhaupt? Nein, aber er stellt sie in Frage. Ja, gut, aber er stellt sie in Frage. So. Herr Kerner, erinnert Sie das ein bisschen an die SPD, dass die CDU jetzt auch sozialdemokratisch in dem Sinne wird, dass sie einfach jetzt die eigenen Leute anschießt? Heute Morgen habe ich in einem Podcast gehört, die CDU ist zurzeit die liberalste Partei, weil jeder sagen darf, was er denkt. Ach so. Ja, ungestraft sagen darf, was er denkt. Ja, das ist natürlich, die SPD, glaube ich, lacht sich gerade ein bisschen scheckig, weil die ja diese Probleme alle... Allerdings auch mit dem Wasser bis hier. Weil sie merken, dass andere größere Probleme haben zurzeit. Wir dürfen aber eins nicht vergessen. In Thüringen hat mehr als die Hälfte der Wähler AfD oder Die Linke gewählt. Dass da jetzt eine Nervosität ist und auch bei den Mitgliedern der CDU eine Unruhe ist und die auch offen kritisieren, was ihnen nicht gefällt, da habe ich sogar ein gewisses Verständnis, weil also Kritik gehört auch zu einer Partei und man muss nicht zu allem Ja und Amen sagen. Und die Situation ist jetzt wirklich extrem schwierig geworden durch diese Wahl in Thüringen. Also da würde ich sogar Herrn Merz also jetzt nicht so krass verurteilen, wie manche das tun. Mhm. Mal sehen, ob seine Partei das hört. Na gut, die Vorstellung der Bundesregierung hat ja mit Thüringen nicht so direkt was zu tun. Er hat ja von der grottenschlechten Vorstellung der Bundesregierung gesprochen. Der großen Moment Koalition. Mal bitte, lieber Herr Aust, aber wenn die Bundesregierung bei den Wählern besser ankommen würde, dann würde nicht in Thüringen das Wahlergebnis so ausgefallen sein, wie es ausgefallen ist. Also das eine hängt immer mit dem anderen zusammen. Das kann man nicht so separat sehen. Wenn ich einen Halbsatz noch sagen darf, weil Linkspartei und AfD immer in einen Topf so geworfen werden. Die CDU sagt ja zum Beispiel immer kategorisch nicht Linkspartei und nicht AfD. Also die Linkspartei stellt da einen recht beliebten und erfolgreichen Ministerpräsidenten in Thüringen, der fantastische Werte für seine Partei eingefahren hat. Ob er nun linker Mainstream ist oder nicht, ist eine andere Sache. Aber der ist gewählt worden. Und ich sag mal, die Linkspartei ist historisch auch nicht zu vergleichen mit dem Zündeln am braunen Rand. Jemand, der sagt, das Mahnmal in Berlin, das Holocaust-Denkmal, ist ein Mahnmal der Schande, der katapultiert sich raus aus dem Bereich der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und das tut die Linkspartei nicht. Muss man sagen, es ist wirklich ein Unterschied. Bis hierhin und nicht weiter. Es sei denn, Herr Aust hat einen Widerspruch zur Linkspartei anzumerken. Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, das Wahlergebnis in Thüringen ist doch eigentlich ein Triumph der Sozialdemokraten. Der Sozialdemokraten in der Verkleidung der Linkspartei, der Sozialdemokraten in der Verkleidung der CDU und der Original-SPD. Die hat aber noch nur insofern ist das eine bekommen? Ganz große Mehrheit, wenn Sie das alles zusammenrechnen. Und das ist ja das wirkliche Problem. Die Bewegung in der CDU in Richtung auf eine sozialdemokratische Partei kann man für inhaltlich gerechtfertigt halten, wenn man ein SPD-Wähler ist. Für die SPD war das nicht sehr gut. Kurze Einschätzung, weil wir mit dem SPD-Minister gleich sprechen wollen. Wird die Große Koalition an der Grundrente, an diesem Thema, das ja über die Sachfrage hinaus offensichtlich zu einer Machtfrage geworden ist, wird sie daran zerbrechen, ja oder nein? Auf keinen Fall. Ich bin sicher, es gibt einen Kompromiss. Ich glaube auch, dass es einen Kompromiss gibt, aber in Wirklichkeit wird es dann natürlich auch nicht die Grundrente sein, sondern der Parteitag und die Frage, wer Vorsitzender wird oder wer Vorsitzendes Paar wird. Und wenn das diejenigen sind, die nicht für die Große Koalition sind, dann ist es theoretisch denkbar, dass die noch platzt. Allerdings richtig glaube ich das nicht, denn in Wirklichkeit haben sie alle Angst vor Neuwahlen und vor einem Thüringer Ergebnis. Und die Große Koalition an der Frage der Grundrente, Herr Rossmann? Also nicht, mir fehlt gerade der zweite Name, aber es ist Olaf Scholz. Scholz und Saskia Esken. Wenn die beiden Parteivorsitzende werden. Nee, Entschuldigung, Katja Gleiwitz. Katja Gleiwitz, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Bleibt natürlich die Koalition bestehen bis zur nächsten Wahl. Also die Grundrente wird es nicht sein und trotzdem werden wir es besprechen. Vielen Dank bis hierher. Und zwar mit demjenigen, der nicht nur die Grundrente zu verantworten hat, sondern auch Hartz IV und im Übrigen das meiste Geld, das die Bundesregierung ausgeben kann. Herzlich willkommen dem Arbeits- und Sozialminister von der SPD, Hubertus Heil. Hallo. Herr Heil, nehmen Sie Platz. So.
Ich weiß, Sie wollen mal gleich auf alles, deswegen bringe ich Sie erstmal auf andere Gedanken. Das bitte schön, Sie folgende Sätze zu vervollständigen. Dass Sigmar Gabriel nicht der Chef der Autolobby VDA geworden ist, finde ich? Ist seine Entscheidung. Finde ich? Habe ich nichts zu bewerten, das ist seine Entscheidung. Gut oder schlecht? Das ist seine Entscheidung, da mische ich mich nicht ein. Okay. Dass Gerhard Schröder bei vielen in der SPD unten durch ist, finde ich? Schade. Das ist immerhin ein Wort. Ich bin Niedersachsen, Entschuldigung. Sie waren mal Friend of Gerd, Frog. Also ich war jemand, der was von diesem Kanzler gehalten hat, okay, der zum Beispiel Deutschland aus dem Irakkrieg rausgehalten hat und der auch Dinge angepackt hat, die nicht populär waren, auch nicht immer im Detail richtig, aber die notwendig waren. Also insofern, ja, ich bekenne mich dazu. Ich vermisse Andrea Nahles, weil? Ich vermisse sie menschlich in der Politik, weil sie eine überzeugte Sozialdemokratin ist und sie genauso fehlt wie andere Talente, auch Sigmar Gabriel. Ich finde, wir haben zu viele Leute verschlissen in den letzten Jahren, unnötigerweise. Aber wenn Sie sagen, Sie vermissen sie menschlich, dann politisch nicht? Doch, natürlich auch. Ach so, klar. Also ich werde mir nicht gewünscht, dass wir wieder eine Vorsitzende verlieren, weil wir dadurch... Die erste auch noch. Ja, also ganz ernsthaft, ich will das auch mal beziehen auf das, was da eben gesagt wurde. Jetzt komme ich da nicht raus. Also... Ich glaube, wir haben uns keine Noten heute selbst gegeben, um das mal klarzustellen, sondern wir haben bilanziert, was wir geschafft haben und was wir noch vorhaben. Das müssen Wählerinnen und Wähler am Ende entscheiden. Aber ein bisschen hat Herr Kerner ja recht, dass mit der Performance ist so, dass der Eindruck entstanden ist durch diese Auseinandersetzung in der SPD, jetzt auch in der Union, die kreisen ständig um sich selbst und nicht um die Probleme von Menschen. Und mein Anspruch ist, dass wir den Lebensalltag von Menschen verbessern, das Land zusammenhalten. Und das ist etwas, was wir in der äußeren Eindruck ändern müssen. Gut, und dann gehen wir doch gleich dahin und fragen, warum es Ihnen bei der Grundrente nicht gelungen ist, tatsächlich mal zum Ziel zu kommen. Ein halbes Jahr geht die Diskussion. Mhm. Montag sollten Sie eigentlich damit fertig sein. Und jetzt wird das verschoben auf das nächste Wochenende. Und das heißt, es ist ein Spielball geworden. Also wird an dieser Frage tatsächlich sich die Zukunft der Großen Koalition entscheiden, wie das zum Beispiel der Generalsekretär gesagt hat, oder auch Norbert Walter-Borjans. Vielleicht bringen wir das mal auf den Kern zurück, um wen es wirklich geht. Gleich? Nee, ich möchte erst mal wissen, ob es wirklich ein Streitfall ist, an dem die Koalition platzen kann oder nicht. Ich will, dass wir zu einer Lösung kommen, und zwar so bald wie möglich. Und ich glaube, das ist Sonntag auch möglich, bei gutem Willen aller Beteiligten. Und ich sehe, dass guter Wille da ist. Ich fange trotzdem von hinten an. Wenn keine Lösung kommt, ist die Koalition... Wissen Sie, das ist das, was ich an Diskussionen nicht führe. Und zwar aus Überzeugung. Mhm. Weil ich dann das fortsetzen würde, was wir besprochen haben. Wir drehen um Machtspiele, wir drehen um Parteiinteressen. Eigentlich geht es um die Menschen, für die wir die Grundrente machen. Ja. Und die halte ich aus Überzeugung für richtig. Weil es um Menschen geht, die einen Lebtag gearbeitet haben, die niedrig verdient haben. Ich habe heute einen Pförtner hier getroffen, der mir sagte, sie müssen das hinkriegen. Weil es auch mal um mich geht, weil ich jeden Tag gearbeitet habe, über viele Jahre. Und deshalb, wenn wir das hinkriegen, ist es eine große Sozialreform. Wir haben lange drum gerungen. Es wird übrigens auch ein Kompromiss sein am Ende. Ich halte Kompromisse in der Demokratie nicht für eine Schande, sondern es geht um Interessenausgleich miteinander. Und deshalb sage ich noch mal, bei gutem Willen, und der ist vorhanden, kriegen wir das auch miteinander hin. Wir sind noch nicht durch, aber es lohnt auch, um eine gute Lösung zu ringen, Frau Maischberger. Wir kreisen nur deshalb darum, weil es bisher eben noch nicht gelungen ist. Ja. Sonst würden wir uns ja tatsächlich heute damit beschäftigen, was Sie für einen Kompromiss gefunden haben. Also, um jetzt noch mal alle mitzunehmen. Es ging, das war ja auch mit Ihrer Idee, Andrea Nahles hat es in den Koalitionsvertrag verhandelt, es geht darum, dass Menschen, die 35 Jahre lang gearbeitet haben, aber am Ende nicht mehr haben, als die Grundsicherung ist, etwa um die 800 Euro, dass man die anhebt und dass man denen zumindest eine eben solche Grundrente gibt. Die sollte bei 900 Euro liegen. Soweit so klar. Im Koalitionsvertrag steht dann noch ganz klar, Voraussetzung für den Bezug der Grundrente ist eine Bedürftigkeitsprüfung. Das heißt, man schaut, brauchst du es wirklich oder nicht? Sie sind angetreten und haben gesagt, nö, das lassen wir mal sein. Warum wollten Sie sich nicht an den Vertrag halten? Also ich glaube, es ist ganz fair, und ich zitiere da jetzt durchaus mal auch eine CDU-Politikerin, dass, wenn wir ganz ehrlich sind, der Wortlaut des Koalitionsvertrages zumindest ein bisschen widersprüchlich ist. Hat Frau Merkel gesagt. Habe ich gehört. Und die Kanzlerin. Wenn man ganz ernsthaft, es geht ja am Ende darum, dass wir eine Lösung hinbekommen, die den Namen Grundrente auch verdient. Mhm. Und es gibt zwei unterschiedliche Ideen. Eine ist die Idee der Grundsicherung. Da gibt es eine Bedürftigkeitsprüfung, wenn sie existenziell gefährdet sind, Hilfe vom Staat brauchen,
dann brauchen sie Steuergeld als Unterstützung für ein Existenzminimum. Die Logik der Rente ist aber erworbene Lebensleistung. Das ist nichts, was man sozusagen geschenkt bekommt, das hat man sich erworben. Und diese beiden Logiken müssen sich unterscheiden. Meine Überzeugung ist, dass Arbeit im Leben einen Unterschied machen muss, auch in der Alterssicherung. Ja. Weil wir reden hier nicht über eine bedingungslose Grundrente, sondern über eine, die Voraussetzungen hat. Es geht um die Menschen, die gearbeitet haben, die Kinder erzogen haben. Es geht vor allen Dingen, Frau Maischberger, um Frauen. Denn das ist der Unterschied an dieser Stelle. So, nun gibt es aber diese Formulierung und deshalb muss man einen Weg finden. Ich glaube, dass das gelingt. Wir sind, wie gesagt, noch nicht durch. Und auch gelingen muss, weil das sage ich auch noch mal. Ich habe zwei Amtsvorgängerinnen gehabt, die sich daran versucht haben. Ursula von der Leyen vor vielen Jahren, auch Andrea Nahles. Und ich finde, wir dürfen die Menschen da nicht enttäuschen, sondern wir müssen das hinkriegen. Und jetzt sage ich mal, um wen es wirklich geht. Es geht um Lagerarbeiter, es geht um Friseurinnen, es geht um Altenpflegehelferinnen. Und das sind nicht Leute, die in Millionenvillen wohnen. Da wird auch viel abstruses Zeug im Moment erzählt. Naja. Es geht um diese fleißigen Menschen, für die ein Kernversprechen des Sozialstaats erneuert werden muss. Nämlich, dass man nach einem Leben voller Arbeit eine ordentliche Absicherung im Alter hat. Also ist Ihnen... Der Vorwurf aus der Union ist halt eben, wenn Sie gar nicht prüfen, ob jemand es dann wirklich braucht, dann kriegen plötzlich alle etwas, was sie eigentlich auch nicht verdient haben. Alexander Dobrindt hat den schönen Begriff von Hubertus Heil Konfettikanone geprägt, weil er sagt, also wenn Sie das so machen, wie Herr Heil das meint, also Sie prüfen einfach mal gar nicht, dann sind es nämlich nicht plötzlich ein paar 1,2 oder 2 Millionen, sondern dann bleiben es 3, 4 oder 5 Millionen, die es bekommen. Und dann wäre zum Beispiel, das ist ja das viel zitierte Beispiel, auch eine Gattin eines Zahnarztes dabei, deren Mann immer noch sehr viel Geld verdient, die 35 Jahre lang eben nur ein bisschen gearbeitet hat, vielleicht auch, weil sie Kinder erzogen hat, die aber in dem Moment, wo sie dann die Grundrente bekommt, einfach noch einen Gatten hat, der, sagen wir mal, 500.000 Euro im Jahr verdient. Und da sagt die CDU-CSU, die braucht das nicht. Ich glaube, da kriegen wir eine Brücke hin, aber ich will vorweg mal sagen... Ja, aber braucht sie das? Oder ist das ausgeschlossen bei dem Modell, was ich habe ja eben gesagt, erstmal geht es um die Frage, was haben sich Menschen erworben? Ja. Und dass wir im 21. Jahrhundert die Alterssicherung von Frauen immer über den Mann definieren, ist, finde ich, auch nicht mehr 21. Jahrhundert. Aber trotzdem, es ist richtig, dass wir... Das sind, unabhängig davon, dass ich so viele Zahnarztgattinnen wieder in der Diskussion sind, persönlich nicht kenne. Ich kenne einen Zahnarztgatten persönlich, das ist Sigmar Gabriel, der kriegt aber keine Grundrente. Aber Scherz beiseite, es geht ja um die Frage, ob wir mit der Gießkanne Geld ausgeben oder zielgenau. Und ich finde, über in diesem Fall, es würde mich aber wirklich interessieren, in diesem Fall würde dann diese Frau oder Partnerin das Geld bekommen, ja oder nein? Nein, wir reden jetzt über einen Mechanismus, das ist ja auch öffentlich geworden, wo wir hinbekommen, dass es sowas wie einen Einkommensfreibetrag gibt. Den gibt es übrigens auch bei anderen Sicherungssystemen. Ja. Was ich nicht will, ist, dass die Leute zum Amt müssen, dass sie ihr kleines erspartes Vermögen, ihr Auto oder ihr eigenes Wohneigentum aufbrauchen müssen. Das ist Bedürftigkeitsprüfung in der Grundsicherung, zum Beispiel in diesem sogenannten Hartz-IV-System oder Grundsicherung im Alter. Da muss man es aufbrauchen, bevor man was bekommt. Da kriegt man gar nichts. Ob man etwas hat und nicht zusätzlich etwas bekommen. Erstmal ist die Frage, müssen wir Menschen mit Bürokratie belästigen? Oder können wir über die Rentenversicherung klären, was an Anwartschaften da ist? Ja, okay. Und kriegen wir zum Beispiel mit der Finanzverwaltung einen Abgleich hin, um sowas wie einen Einkommensfreibetrag, dann das irgendwann abschmilzt? Das kann man mit mir besprechen. Aber ich finde, wir müssen eine Lösung hinbekommen, die den Namen Grundrente verdient. Jetzt will ich es mal umdrehen. Na, ganz kurz, muss es verstehen. Also in diesem Beispiel bleibend, würde dann also diese Ehefrau oder diese Partnerin das Geld bekommen, ja oder nein? Es kommt auf dann, wenn man so einen Einkommensfreibetrag diskutiert, den es übrigens in der Rentenversicherung gibt, im Gegensatz zu dieser klassischen Bedürftigkeitsprüfung, kommt es auf die Frage an, wie hoch ist dieser Einkommensfreibetrag. Und ich kann mir vorstellen, dass wir ganz hohe zusätzliche Einkommen da rausfiltern können an dieser Stelle. Das fände ich auch vertretbar, um für die Menschen, die es sich zum einen erworben haben und die zum zweiten darauf angewiesen sind, es zu bekommen. So, und deshalb sage ich, in der Logik des Koalitionsvertrags sind zwei Ziele drin. Das eine ist der Respekt vor Lebensleistung von Menschen und das zweite ist, einen Beitrag im Kampf gegen Altersarmut zu machen. Und mit ein bisschen Gehirnschmalz, mit ein bisschen Pragmatismus, glaube ich, kriegen wir eine gute Lösung in dieser Koalition hin, die ein Kompromiss sein wird, aber die Menschen tatsächlich hilft. Also das heißt, Sie werden sich am Ende der Woche vielleicht darauf einigen, dass das man beispielsweise die Steuererklärung ranzieht, aber dass man nicht zum Amt gehen muss. Sie werden verstehen, das ist jetzt so ein Satz, den meine ich ganz ernst, dass man über Details in laufenden Verhandlungen nicht redet. Das ist das Wesen von Verhandlungen. Ja. Und dass sich so viele
Menschen Mühe geben. Man kann das karikieren nach dem Motto, haben sie es wieder eine Woche verschoben. Für mich ist wichtig, dass zum 01.01.2021, das ist nämlich das Zieldatum, die Grundrente kommt, die den Namen verdient, weil wir eine Lücke haben in unserem Alterssicherungssystem für ganz viele Menschen, die nur aufgrund von viel zu niedrigen Löhnen in diesem Bereich am Ende nicht mehr oder nur knapp über der Grundsicherung haben. Die sind gemeint und für die machen wir das nicht, für die Parteitaktik. Irgendwo muss das Geld aber auch... Irgendwo muss das Geld, was man ausgibt, ja auch herkommen. Ja. Das ist ja so der andere soziale Aspekt. Es gibt ganz viele, die arbeiten und dann eben auch diese Sozialleistungen bezahlen. Das war auch mit ein Grund für die Agenda 2010. Gerhard Schröder hat sie installiert. Hartz IV heißt das System, das gerade vor Gericht stand, vor dem Bundesverfassungsgericht. Da gab es ein Urteil. Die Richter haben gesagt, so wie die Sanktionen im Moment laufen, sind sie zum Teil verfassungswidrig. Mhm. Also, wenn da jemand zweimal nicht zum Termin erscheint und er hat eine Kürzung, die weit weitergeht als 30%, ist das nicht in Ordnung, weil man an seinem Existenzminimum nichts mehr wegnehmen darf. Sie müssen das jetzt ändern. Mhm. Es gibt Stimmen aus Ihrer Partei, Kevin Kühnert gehört dazu, aber eben auch die schon erwähnte Saskia Esken in diesem Falle, die sagen, dann macht doch gleich alle Sanktionen weg. Werden Sie das tun? Ich war in Karlsruhe. Ich finde Sie haben die Bundesregierung vertreten in dieser Sache. Ich habe aber ein sehr weises und sehr ausgewogenes Urteil erlebt. Das muss man sich angucken. Obwohl es ein Gesetz, das Sie quasi mitverantwortet haben für die SPD. Ja, verschiedene mitverantwortet haben. Das ist mehrfach geändert worden. Da waren SPD dabei, CDU, CSU, FDP, Grüne übrigens auch. Okay, aber das ist Vergangenheitsbewältigung. Sondern die Frage ist, was hat das Verfassungsgericht gestern gesagt? Die haben gesagt, ein menschliches Existenzminimum muss Teilhabe ermöglichen und die materielle Existenz sichern. Und die Frage war, kann man das einschränken? Mhm. Und da hat das Gericht gesagt, doch. Man kann durchaus, wenn Menschen zigfach nicht mitwirken, Mitwirkungspflichten verlangen und man kann sie auch durchsetzen. Aber es ist die Verhältnismäßigkeit, die Frage also, ob die bestehenden Regelungen überzogen sind, angegriffen worden. Und ich finde, dass das Verfassungsgericht eine Chance geboten hat, diese sehr vergiftete Debatte, die ich mal gesellschaftlich so beschreiben will. Mhm. Es gibt einige, die alle langzeitarbeitslosen Menschen unter den Verdacht stellen, nicht arbeiten zu wollen. Das finde ich ungerecht und ganz falsch. Und es gibt andere, die halten jede Form von Mitwirkungspflicht schon für einen Anschlag auf die Menschenwürde. Das halte ich auch für Quatsch. Okay. Sondern die spannende Frage ist erstens, wie kriegen wir Menschen da raus? Dafür haben wir in der Großen Koalition zum Beispiel den sozialen Arbeitsmarkt geschaffen. Und wie kriegen wir es hin, dass Menschen, die wirklich auf Hilfe angewiesen sind, sich nicht schämen müssen, sondern die Hilfe vom Sozialstaat bekommen, die ihnen zusteht. Aber das schließt Mitwirkungspflicht nicht aus. Und ich bin nicht dafür, dass wir jede Form von Mitwirkungspflicht abschaffen, sondern es muss geeignet sein, den Menschen aus der Hilfsbedürftigkeit rauszuführen. Ich übersetze das, also die Sanktionen werden Sie nicht ganz abschaffen, sondern ich werde im Januar Vorschläge machen. Also erstens ist das Verfassungsgericht das Urteil sofort wirksam, das ist unmittelbar. Bis zum 1. Januar alles, was über 30% gekürzt wird? Nein, ab sofort sozusagen ist es so, dass bestimmte Härten, die überzogen sind und in dem System sind überzogene Regelungen drin. Ich sage ein Beispiel, dass man in die Kosten der Unterkunft rein sanktionieren kann, hat arbeitsmarktpolitisch überhaupt keinen Sinn, verunsichert Menschen in Zeiten von angespannten Wohnungsmärkten. Und solche überflüssigen Sanktionen müssen weg, die helfen nicht. In anderen Bereichen sage ich Ihnen, wenn jemand das 10. Mal nicht zum Amt kommt und mitwirkt und einen Termin nicht wahrnimmt, dann muss es irgendwie auch eine Folge haben. Es sei denn, es sind Menschen, die psychisch krank sind, dafür wird es Härtefallregelung. Ich habe gehört, auch das werden Sie heute hier nicht lösen, sondern dann im Januar. Sie wissen aber, was soziale Härte heißt, weil Sie, glaube ich, selber, wenn ich das richtig sehe, mit 6 Jahren tatsächlich so etwas, das nennt man heute sozialen Abstieg, erlebt haben. Die Eltern haben sich getrennt und Sie sind von einem Einfamilienhaus in einen sozialen Wohnungsbau oder was war das, eine Platte gezogen? Also ich weiß nicht, ob ich das mit Armut bezeichnen würde, aber es war sozialer Abstieg. Meine Eltern haben sich getrennt, wie das oft in Familien sind. Wir reden über die späten 70er. Mein Vater ist ins Ausland gegangen, um keinen Unterhalt zu zahlen, hat meiner Mutter Schulden hinterlassen. Meine Mutter war voll berufstätig, was in den 70er Jahren in Westdeutschland noch ein bisschen schräg angeguckt wurde und dann auch geschieden. Und ich bin dann tatsächlich aus so einer heilen Welt eines Bullabü Ortes in eher das gekommen, was man heute eine Plattenbausiedlung nennt. Das war eine harte Erfahrung. Es war aber auch die Erfahrung, dass ich durch die Hilfe meiner Mutter, durch Bildungschancen, da rausgekommen bin, dass sozialer Aufstieg möglich ist. Sie waren ein Schlüsselkind, so nannte man das, glaube ich, damals, oder? Ja, das ist so. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das ist jetzt auch keine Leidensgeschichte. Das ist eine Lebenserfahrung. Aber zur Lebenserfahrung gehört auch, dass man gelernt hat, Verantwortung zu übernehmen, dass man Selbstständigkeit gelernt hat und dass man auch gelernt hat, dass es einen Unterschied macht, ob man eine Chance im Leben bekommt. Das hat mich schon politisch auch geprägt. Hat Ihre Mutter SPD gewählt oder wie sind Sie sonst 1979? Meistens. Wir haben ein Foto, ich weiß gar nicht, wo es ist. 1979 sieht man einen kleinen Hubertus Heil.
Das oben ist Helmut Schmidt, das ist klar zu erkennen. Ja. Der Bursche, der da drunter liegt, 6 oder 7 Jahre alt dann eben, ist Hubertus Heil. Der hat sie zum evangelischen Kirchentag zu einer Rede von Helmut Schmidt entführt. Das war meine Mutter, die war eine evangelische Christin. Und ich glaube, ich weiß es nicht genau, dass sie meistens Sozialdemokratie gewählt hat, was in meiner sehr konservativen Familie schräg angesehen wurde. Aber die war eher so eine Sozialliberale, wenn ich ehrlich Linda Teuteberg bin. Ich glaube, sie hat auch aus Versehen mal Genscher gewählt. Aber meistens, glaube ich, vernünftig. Und Sie sind eingeschlafen bei der Rede von Helmut Schmidt? Nein. Nee, also mir war als Kind, ehrlich gesagt, es ist ein wahnsinnig schönes Foto, was mich anrührt, weil ich Helmut Schmidt für einen großen deutschen Kanzler halte. Aber das wusste ich damals als Kind noch nicht. Ich habe mich tatsächlich gelangweilt und musste damit leben, dass am nächsten Tag in den Nürnberger Nachrichten, glaube ich, dieses Foto auf der Titelseite war mit der Überschrift "Der Knabe, der dem Kanzler ganz, ganz nah sein wollte". Als ich bei den Jusos war, habe ich das immer unterdrückt und versteckt. Das gebe ich zu an dieser Stelle. Heute ist die Partei nicht mehr da, wo sie war mit Helmut Schmidt. Das kann man mal einfach so feststellen. Ja, es sind auch andere Zeiten. Heute gibt es 2 Teams, die sich um den Parteivorsitz bewerben. Das eine will in der Großen Koalition bleiben. Das ist Herr Scholz und Frau Gleiwitz. Geiwitz. Und das andere ist Saskia Esten und Norbert Walter-Borjans. Die wollen aus der Großen Koalition aussteigen. So sagt es jedenfalls Frau Esten. Wen wählen Sie? Also ich bin subjektiv, weil ich mit Clara Geiwitz zusammen in Potsdam zum Beispiel studiert habe. Wir sind befreundet. Mhm. Ich halte wahnsinnig viel von ihr. Ich finde es auch richtig, wenn man schon eine Doppelspitze macht, dass Ost und West vertreten ist. Ich habe erlebt, wie sie in Brandenburg engagiert für die Gleichstellung von Männern und Frauen gekämpft hat. Also Sie wählen sie. Und ich bin auch dafür, und dafür steht auch Olaf Scholz, dass die SPD sich nicht an den Rand verzieht. Also in der Großen Koalition bleibt. Nein, es geht nicht um die Koalition als Selbstzweck, sondern es geht um den Anspruch der Sozialdemokratie, für dieses Land wieder stärker zu werden bei den nächsten Wahlen, aber sich auch nicht vor Verantwortung zu ducken. Also und jetzt muss meine Kollegin Teuteberg ganz tougher sein von der FDP. Ich möchte nicht, dass die SPD vor der Verantwortung flieht, wie es die FDP getan hat. Das wäre für Sozialdemokraten nicht gut. Wir müssen für Menschen was bewegen. Das ist unsere Aufgabe in Zeiten, die wirklich wild sind, in denen viele Menschen verunsichert sind. Also wählen Sie Frau... Ich werde Clara Geiwitz und Olaf Scholz wählen. Und das aus Überzeugung, weil ich der Überzeugung bin, dass die anderen keine unrechten Leute sind. Ich schätze Norbert Walter-Borjans sehr. Aber das werde ich tun. Ja. Das ist doch eine Antwort. Vielen Dank, dass Sie die gegeben haben. Über alles Weitere müssen wir dann im Januar reden. Herzlichen Dank. Wir sehen uns. Hubertus Heil, herzlichen Dank fürs Kommen. Alles Gute. So. Das wird doch wahrscheinlich Herr Scholz gewinnen, oder? Was meinen Sie, Herr Kerner? Ach, so SPD-Mitglieder sind für die eine oder andere Überraschung gut. Aber ich glaube auch, dass er, Olaf Scholz und seine Partnerin ist. Ich kann das nicht wirklich beurteilen. Ich bin da nicht so sicher. Ich glaube, dass sozusagen der sagen wir mal, eher linke Teil der SPD relativ stark ist. Mhm. Und dass die Abneigung gegen die Große Koalition auch relativ stark ist. Und man ohnehin davon ausgeht, dass es beim nächsten Mal nicht nochmal was wird. Ich halte es für denkbar, dass die anderen gewinnen, aber ehrlich gesagt wissen tue ich es nicht. Vielleicht sich auch stärker mobilisieren lässt, um teilzunehmen Entscheidung. Wobei die letzte Entscheidung, glaube ich, der Parteitag fällt. Ja. So viele Stimmen dafür. Es gibt eine hässliche Sache in dieser Woche, auch Herr Aust. Es gab Morddrohungen gegen Cem Özdemir und Claudia Roth. Das ist durch die Nachrichten auch gegangen, offensichtlich deshalb, weil das eine neue Qualität hat. Sie sind jemand, der sich mit Terrorismus beschäftigt, seit der RAF spätestens da. Da gibt es jetzt eine Organisation, die heißt Atomwaffendivision Deutschland. Wer ist das und ist diese Bedrohung so qualitativ anders, dass sie wirklich das, was Cem Özdemir sagte, so fassbar bedrohlich ist? Ich halte dass man sie das anders ernst nehmen muss. Für außerordentlich gefährlich. Und zwar ungefähr so gefährlich wie den nationalsozialistischen Untergrund. Ich habe ja mit einem Kollegen zusammen ein dickes Buch darüber geschrieben und viele Sachen gemacht. Wir sind also richtig tief reingetaucht. Und da war es schon zu dieser Zeit so, dass wir uns sehr intensiv beschäftigt haben mit amerikanischen Neonazi-Organisationen, sehr gewalttätigen Organisationen, so Aryan, was weiß ich, also arischer Widerstand und alle möglichen Sachen. Und es gab immer Beziehungen nach Deutschland. Und das, was ich besonders oder was wir besonders kritisiert haben an dem, den Untersuchungen dieser Mordserie des NSU, ist, dass die Beziehungen zu anderen Gruppierungen und zu anderen Personen
meiner Ansicht nach nicht genügend untersucht worden sind. Sie sind das heißt, man ist so einfach davon ausgegangen, NSU, das waren zwei Täter, die sich anschließend selbst umgebracht haben, ja. Und Frau Zschäpe vor Gericht sozusagen als dritte Person. Aber ich bin lange nicht sicher. Und ich sage Ihnen, ich kenne auch Chefs von größeren deutschen Sicherheitsbehörden, die auch nicht der Meinung sind, dass es wirklich klar ist, wer das gewesen ist. Wir sind ja an der Geschichte auch weiter dran gewesen. Es werden Akten für viele, viele Jahre unter Verschluss genommen. Weil wir haben der jetzt festgestellt, genau, dass der, dass zum Beispiel der Mörder, man kann nicht sagen mutmaßliche, das ist er wohl wirklich gewesen, dieser Stefan Ernst, der taucht in den Ermittlungen im Zusammenhang mit dem NSU, ich glaube, in den Akten 11 Mal auf. Wir haben das eingeklagt. Die rücken die Akten immer natürlich raus. Das heißt, es ist nicht genügend untersucht worden. Und es sind Akten geschreddert worden. Und wenn ich mich daran erinnere, dass der Geheimdienstkoordinator im Kanzleramt bei der Kanzlerin, die gesagt hat, wir werden es alles rechtslos aufklären, im Bundestagsuntersuchungsausschuss gesagt hat, mal eben sehen, ob ich es noch wörtlich zusammenkriege, es dürfen keine Staatsgeheimnisse bekannt werden, die Regierungshandeln unterminieren. Muss man sich mal vorstellen. Ich habe das x-mal zitiert und das hat er tatsächlich auch so gesagt. Das heißt, das ist nicht richtig aufgeklärt. Und wenn Sie dann an das größere Umfeld denken, was da in Amerika gewesen ist, mit diesem Timothy Veigh, glaube ich, hieß der, der dann Oklahoma über, weiß nicht, 150 Leute oder sowas in die Luft gesprengt hat. Und diese Gruppierung, die hatten wir noch nicht auf dem Schirm, weil es sie noch nicht gab. Und das ist die jetzt Cem Özdemir bedroht? Und die heißt eben Atomwaffen-Division, und die gibt es in Amerika. Die haben inzwischen auch, irgendwie, glaube ich, 5 Morde auf dem Gewissen. Es gab auch eine Anfrage der Linkspartei im Bundestag, ob die Behörden sich damit beschäftigen. Die haben als erstes mal gesagt, nein, als terroristische Organisation stufen sie die nicht ein, was mich ehrlich gesagt gewundert hat. Die nächsten Verweigerungen von Antworten kann ich nachvollziehen, indem sie nämlich gesagt haben, wir wollen jetzt nicht sagen, wie nah wir da dran sind. Das kann ich auch gut verstehen. Es ist besser, wenn die Katze wirklich in den Brunnen gefallen ist, dass man dann die Akten wirklich aufdeckt. Also wenn die da dran sind, was ich nur hoffen möchte, dann finde ich das legitim, dass sie jetzt nicht sagen, wo und wie sie da dran sind. Es gibt auch Beziehungen nach Deutschland. Ist das eine neue Quelle? Also ist das wirklich, also wenn es eine Morddrohung gibt von diesen Leuten, ist es erstens klar, dass sie das sind und zweitens, wenn die so sind, wie sie beschreiben, muss man das tatsächlich dann auf eine andere Art und Weise noch ernst nehmen als die Morddrohung, die jede Politiker, glaube ich, oder ganz viele Politiker mittlerweile bekommen. Ich glaube, das ist wirklich sehr ernst. Das glaube ich wirklich. Der nationalsozialistische Untergrund, nun bestehend aus 2 oder möglicherweise mehr Personen, ich glaube, es sind mehr gewesen, hat ja gezeigt mit einer Mordserie von 10 Toten, dass das wirklich ernst zu nehmen ist. Und ich glaube, dass diese Gruppe in Amerika, die offenkundig auch irgendwelche Ableger nach Deutschland hat, dass die wirklich brandgefährlich sind. Da bin ich ganz sicher. Und hoffen wir, dass die Behörden. Ich meine, meistens ist es ja so im Terrorismus. Aufklären wollen diesmal, ja. Bitte? Ich hoffe, man kann nur hoffen, dass die Behörden das diesmal aufklären wollen. Ja, und ich kann den Politikern, die da sozusagen im Schussfeld sind, wirklich nur dringend raten, wirklich höllisch auf sich aufzupassen. Also ich glaube, es ist wirklich sehr gefährlich. Herr Rossmann, wir machen die Erfahrung, dass viele sich am politischen Diskurs nicht mehr beteiligen wollen, öffentlich, weil sie danach tatsächlich in einer unmöglichen Art bedroht, aber auch dann ja bepöbelt werden. Das ist die kleinere Form davon. Geht Ihnen das eigentlich auch so, weil Sie ja auch jemand sind, der mit seiner Meinung durchaus nach draußen geht? Also unsere Demokratie lebt von Mut und nicht von Feigheit. Und wenn ich überlege, wie viele Menschen in unserem Land, ob das eine Krankenschwester ist, die Überstunden macht, ob das ein Polizist ist, der sich bespucken oder auch treten lässt. Viele, viele Menschen setzen sich für unsere Gesellschaft ein. Und Feigheit und Ängstlichkeit kann nicht der Stil sein, mit dem wir in Deutschland Demokraten sind und diese Demokratie auch weiterentwickeln wollen. Deshalb sage ich jedem nur, Angst kann nicht das Leitmotiv für eigenes Handeln sein. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Sie sind heute auch gekommen, weil Sie eben keine Angst haben wollen. Und Sie haben ein Thema und sagen, das ist Ihnen so wichtig, dass Sie das jetzt auch mit einer großen Wucht nach vorne bringen wollen. Und das ist ja, ist es der Klimawandel? Ich versuche es zu erklären. Ich will vorab sagen, ich brauche mal 3 Minuten, dicke 3 Minuten. Dreieinhalb, ja. Und wenn Sie mir Gelegenheit geben, wenn ich mache nachher etwas, was es im deutschen Fernsehen noch nicht gab, aber ich muss vorher erklären, warum ich es mache, sonst denken die Leute, was macht der denn da? Okay. Ja. Mhm. Also, Hintergrund ist, dass ich bis vor 2 Monaten das Gefühl hatte, dass ich als Bürger dieses Landes ganz viel tue,
gegen die Erderwärmung und auch ganz viel tue, um Ressourcen zu schonen. Ich erinnere kurz daran, dass ich mit einem Freund vor 28 Jahren die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung gegründet habe. Wir haben große Erfolge in Afrika, zum Beispiel eine Großstadt wie Addis Abeba, während die meisten Länder in Afrika immer noch, wo die Frauen immer noch mehr als 5 Kinder kriegen, Niger ist heute noch 7 Kinder pro Frau. Es ist mittlerweile uns, nicht uns alleine, aber wir haben wirklich kräftig mitgeholfen, dass heute so eine Riesenstadt wie Addis Abeba mit gut 5 Millionen Menschen, dass da Frauen nur noch 1,5 Kinder bekommen. Weil die Überbevölkerung das Thema dieser Stiftung ist. Weil die Überbevölkerung, alle 12 Jahre wächst die Erdbevölkerung um 1 Milliarde. Und das ist natürlich eine Riesenbelastung, auch für unser Klima und für die Ressourcen. Ich will gar nicht über die Firma Rossmann reden. Auch da tun wir viel, nur Stichworte. Wir haben in den letzten Jahren tausende Tonnen CO2 eingespart, Material eingespart. Alles nicht mein Thema. Ich wollte nur kurz sagen, warum ich bis vor 2 Monaten dachte, naja, jemand wie ich, der tut doch genug. Mhm. Und jetzt bin ich ganz anderer Meinung. Weil mir ist vor 2 Monaten dieses Buch, was ich hier mitgebracht habe, ich zeige es jetzt noch nicht in die Kamera, aber nachher, in die Hände gekommen. Sie haben es nicht selber geschrieben? Nein, nein, das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Ja, das ist ein US-Bestseller, der heißt Jonathan Vohr, und der hat Tiere essen geschrieben und andere Bestseller. Er war Berater von Al Gore, also ein ganz wichtiger Weltbestseller, Mann, der Weltbestseller schreibt. Das Buch ist mir in die Hand gekommen, und als ich das gelesen habe, da wusste ich, dass ich ganz viel nicht weiß. Davor habe ich immer gedacht, ich weiß ja eigentlich einiges. Ja? Aber ich wusste nicht, dass 91% der Brandrodungen am Amazonas nur dazu da sind, um Fläche zu haben, um Tierfutter anzubauen. Ich wusste nicht, dass ein Rind am Tag 300 bis 500 Liter Methan produziert. Methan ist 28 Mal klimaschädlicher als CO2. Ich wusste nicht, dass eine Erwärmung der Erde um 2 Grad genauso gefährlich ist, wie wenn ein Mensch über einen längeren Zeitraum nicht 37 Grad Fieber hat, sondern 39 Grad Fieber hat. Also mir waren ganz viele Zusammenhänge überhaupt nicht klar. Und ich denke auch, dass ich die Jugend, die sich heute auflehnt und sagt, hallo, wir haben hier ein Riesenproblem und das kriegen wir nicht mit Kosmetik hin, sondern da muss sich wirklich etwas verändern in unserem Handeln. Ich rede aber jetzt nicht für Revolution, weil ich durch das Buch gelernt habe, dass wir alle auch helfen können, indem wir zum Beispiel mehr pflanzliche Nahrung zu uns nehmen und nicht jeden Tag Fleisch. Mhm. Also ein einziger Tag ohne Fleisch, ein einziger Tag, das entspricht laut Experten der WWF 75 Milliarden Kilometer in Deutschland nicht gefahren mit dem Auto. Also wir können Stopp. Also ein einziger Tag ohne Fleisch aller Deutschen, müssen sie alle machen. Alle Deutschen, okay. Aller Deutschen, ja. Das würde entsprechen 75 Milliarden nicht gefahrener Kilometer mit dem Auto. Ja, schon bedacht. Ist schon eine Menge. Ja, es ist extrem viel, aber es ist so. Ja. Ich meine, die Leute werden sich das nicht, die werden wissen, wenn sie so etwas damit in die Wir machen einen Faktencheck, wenn Sie erlauben, mit der Quelle, weil das ist ja interessant. Wer kommt auf solche Berechnungen und auf welcher Grundlage? Aber ich bin noch gar nicht auf den Punkt gekommen. Ich wollte nur sagen, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, war mir klar, dass ich was tun muss, dass ich viel aktiver werden muss. Und ich bin 73 Jahre, das heißt aber nicht, dass ich den ganzen Tag Däumchen drehen will. Halte ich mal das Buch in die Kamera. Jetzt Jonathan Vohr, wir sind das Klima. Aha. Also ich will mehr tun, als ich bisher getan habe. Mhm. Und deshalb habe ich in der letzten Woche allen Bundestagsabgeordneten, allen Vorständen von deutschen DAX-Unternehmen und MDAX-Unternehmen, das sind roundabout 2000 Menschen, habe ich dieses Buch geschickt mit einem Begleitbrief. So. Oh, wow, was kostet da so eine Ausgabe? Ja, darum 22 Euro. Das Buch war im September und Oktober schon 6 Wochen Spiegel-Bestsellerliste. Also ein brandneues Buch, was wichtig ist und wo ich enorm viel gelernt habe. Und ich glaube, dass viele Deutsche auch nicht mehr wussten als ich oder auch nicht wissen. Es ist nicht jeder Klimafachmann. Jetzt lassen Sie mich, ich komme jetzt schon zum Finale. Ja? Ich bin ganz entspannt. Ich habe aber, jetzt geht es um Folgendes. Ich habe mir gedacht, 2000 ist ja gut, aber jetzt mache ich etwas. Ich habe ja angekündigt, dass ich was mache, was es im deutschen Fernsehen noch nicht gab. Ich schenke 25.000, verschenke ich dieses Buch, 25.000 Mal. Bitte melden Sie sich bei rossmann.de, dann bekommen Sie
ich hoffe, in den nächsten Tagen dieses Buch von mir geschenkt. Ich muss es aus rechtlichen Gründen sagen. Es ist ein privates Geschenk von mir. Ich habe die Bücher privat gekauft, weil es ist juristisch wichtig, sonst kriege ich gleich eine Einsverfügung. Das ist ein privates Geschenk an die Menschen, die sich bei mir melden, die kriegen das. Natürlich werden inklusive Portokosten, alles und natürlich. Ohne Werbung von Rossmann. Also ohne Werbung von Rossmann, ohne Werbung, das ist selbstverständlich. Ich habe aber drei Bitten dabei. Wo ist die Kamera? Ich muss das jetzt der Kamera sagen. Ich habe drei Bitten dabei. Hier bitte. Bitte haben Sie keine Hemmung, das Buch bei mir zu bestellen. Ich brauche die 25.000 Bücher nicht, die habe ich in der Nahle. Bitte bestellen Sie die. Die erste Bitte. Die zweite Bitte ist, wenn Sie auch aufgewühlt sind und berührt sind, wenn Sie dieses Buch gelesen haben, reden Sie mit anderen Menschen darüber. Und die dritte Bitte ist, Weihnachten steht vor der Tür. Am besten Sie kaufen es noch und verschenken es weiter. Im Grunde genommen, und ich wollte nur noch einen Satz sagen, was mir in den letzten zwei Monaten wirklich voll bewusst ist, seitdem ich die Dramatik der Situation kenne, dass wir als Ältere, dass wir wollen ja noch unseren Kindern und Enkelkindern in die Augen gucken. Und wir wollen ja, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir vom Reden zum Handeln kommen. Und damit wollte ich heute Abend ein Beispiel geben. Und ich wollte, dass viele Menschen meine Betroffenheit mit mir teilen. Und jetzt habe ich alles gesagt. Vielen Dank. Und ich muss trotzdem was nachfragen. Also, dass Sie das... Das Buch ist ja keine Bibel. Es ist jetzt, ich sage jetzt einfach mal, es ist auch nur ein Buch. Sie glauben, wenn das tausende Menschen lesen, wird das deren Leben so verändern, dass die ab morgen, ja was dann nun, auf Fleisch verzichten? Ich glaube, es werden immer mehr. Er hat ja schon mal davor, ich habe, also wie gesagt. Ich wollte schon wissen, also was erhoffen Sie sich davon? Der Jonathan Vohr hat ja vor 7 Jahren schon das Buch Tiere essen geschrieben. Ja. Danach sind ganz viele Menschen vegan geworden, Vegetarier. Das sollte man gar nicht so einfordern, sondern einfach, jeder kann, ohne dass sein Leben sich dadurch entscheidend verändert, wenigstens an einem Tag in der Woche kein Fleisch essen. Wir müssen mehr auf pflanzliche Nahrung, wenn wir das Klima retten wollen. Das muss jeder verstehen, weil die Revolution, von der heute manche reden, die muss in den eigenen vier Wänden stattfinden, im eigenen Verhalten. Und dafür werde ich kämpfen die nächsten Jahre. Wie gesagt, ich bin auch nicht der Jüngste, aber ein bisschen Feuer brennt in mir, Frau Maischberger. Und dafür werde ich kämpfen, um dieses Thema wirklich wach zu halten. Nur noch ein Satz. Denn heute die große Diskussion ist auch mit Friday for Future, Extinction Rebellion und wie das alles heißt. Ja, es ist aber wichtig, dass die Menschen, die älteren Menschen auch verstehen, warum die Jugend auf die Straße geht und warum denen das so ernst ist. Ich habe das verstanden. Ich erlaube mir jetzt, Ihnen dreien eine kurze Pause zu geben, auch vielleicht mit dem Nachdenken darüber. Herr Kerner kriegt das Buch übergeschoben. Vielleicht, wenn Sie es noch nicht kennen, können Sie gucken, ob Sie... Aber ich schaffe es nicht in den nächsten 10 Minuten. Nee, wir haben ein bisschen mehr als 10. Okay. Lies einfach reingucken und wir reden darüber gleich weiter. Ich möchte nur den Spielball aufnehmen, weil meine nächsten beiden Gäste dieses Thema haben werden. Und eine davon ist genauso eine, die sagt, ja, in der Tat, also wenn man den Klimaschutz wichtig und richtig machen will, dann muss man extreme und auch radikale Lösungen finden. Sie kennen sie aus einem anderen Zusammenhang. Letzten Sommer ist sie bekannt geworden auf einem Flüchtlingsrettungsschiff. Das ist sozusagen sowas wie der Staatsfeind Nummer 1 für Italien geworden. Wochenlang irrt die Sea-Watch 3 im letzten Juni mit Flüchtlingen durchs Mittelmeer. Das Kommando an Bord hat Carola Rakete. Die deutsche Kapitänin wird schlagartig berühmt, als sie trotz eines Verbots der italienischen Regierung mit dem Schiff in den Hafen von Lampedusa anläuft. Sie wird festgenommen und wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung zu einer Geldstrafe verurteilt. Eine in ihren Augen zentrale Fluchtursache, die Klimakrise. Ökosysteme werden zerstört, das Klimasystem bricht zusammen, warnt Carola Rakete. In ihrem Buch, das letzte Woche erschien, fordert sie einen radikalen Systemwandel, der dazu führt, dass die Gesellschaft anschließend ganz anders aussehen wird. Sie übt scharfe Kritik an westlichen Demokratien, fordert Konsumverzicht. Unternehmen, die die Klimazerstörung bewusst vorantreiben, sollen zur Rechenschaft gezogen werden. Sie widerspricht Carola Rakete. FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg. Herzlich willkommen, Carola Rakete und Linda Teuteberg. Schön, dass Sie heute hier diskutieren werden. Erstmal vorneweg.
Sie haben ja Herrn Rossmann gehört, Frau Rakete, Sie saßen ja hier. Diese Leidenschaft, die er für das Thema aufbringt, die haben Sie bei sich selber auch gefunden. Sie waren auf einem Schiff, bevor Sie auf der Sea-Watch waren, und sind im Polarmeer mit Forschern gewesen auf der Polarstern. War das für Sie so der Moment, wo Sie gesehen haben, ja, dieser Klimawandel passiert, es ist sichtbar, es ist für mich fühlbar? Es war so, dass ich seit 2011 angefangen habe, auf Polarstern zu arbeiten. Ich habe später auch beim britischen Polarforschungsinstitut gearbeitet. Ich war auf der ersten Reise am Nordpol. Und es war nicht nur das eigene Erleben, dass der Nordpol komplett anders aussah, als ich ihn mir vorgestellt habe. Es war auch das Erzählen der Wissenschaftler, die ja Spezialisten dafür sind, die gesagt haben, vor 20 Jahren sah die zentrale Arktis komplett anders aus. Die Meerausdehnung war natürlich viel größer, das Eis war auch viel dicker. Die Wissenschaftler waren extrem schockiert, wie schnell die Veränderungen ablaufen. Und dann eben auf der anderen Seite hoffen sie immer, dass ihre wissenschaftlichen Ergebnisse dazu führen, dass die Politik was ändert. Mhm. Aber leider passiert das nicht. Seit 1990 sind ja die Emissionen, CO2-Emissionen um 60% gestiegen. Und es ist dramatisch. Wenn jetzt nicht wirklich sich was ändert, haben wir eine Erderwärmung von 2 Grad vor 2050, 3 bis 5 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Das kann die Menschheit eben in eine existenzielle Krise tatsächlich führen. Man kann diese Dramatik wirklich nicht übertreiben. Was heißt existenzielle Krise? Also ist das etwas, weil Sie, Ihr Buch sagt ja auch, die letzte Generation, das bezieht sich aber nicht auf die letzte Menschheitsgeneration, sondern die letzte Generation, die etwas ändern kann. Aber ist tatsächlich das Schlimmste, was Sie da prognostizieren, dass die Menschheit sich selber in einer Art und Weise zugrunde richtet? Also gibt es eine Extinction, gibt es eine Auslöschung dann der Menschheit? Ja, hoffentlich nicht. Es kommt aber ganz darauf an, was das, wir tun. Wenn man nichts täte, was dann passieren würde? Wer ist das, was Sie denken? Das ist das, was die Wissenschaft sagt, was theoretisch möglich ist. Im Moment ist diese Wahrscheinlichkeit dafür, dass es überhaupt gar keine Menschen mehr gäbe. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering. Aber niemand weiß genau, wenn wir 4 Grad zum Ende des Jahrhunderts erreichen, wie viele Menschen da überleben können. Was wir wissen, ist, schon jetzt sind ganz viele Menschen betroffen und es wird mehr. 2050 haben 25% der Menschen keinen Zugang mehr zu Wasser ausreichend. Mhm. Es wird mehr Konflikte geben um Ressourcen, um Nahrungsmittel. Es werden Menschen vertrieben werden, ganz, ganz massiv. Und diese Konfliktherde werden sich weiter und weiter ausbreiten. Und da werden wir auch nicht irgendwie in Europa unbetroffen sein. Auch jetzt sind ja schon Bauern in Deutschland davon betroffen, von den Klimaveränderungen, ganz klar. Frau Teuteberg, das ist ja erstmal eine Prämisse, dass man sagt, also die Welt ist so existenziell bedroht, dass man eben alles zur Seite rücken muss und man konzentriert sich auf das eine Thema. In diesem Fall Klimaschutz. Teilen Sie das? Das Thema ist wichtig und wir teilen das, dass das eine ganz dringende Herausforderung ist. Aber gerade weil wir wollen, dass Klimaschutz gelingt, muss man ihn auch gut machen und nicht nur gut meinen. Und wenn hier eben viel Applaus dafür war, dass Angst kein gutes Leitmotiv ist, dann müssen wir auch beim Klimaschutz ebenso mit der Leidenschaft dafür, dass wir das Problem lösen müssen, aber auch mit einem kühlen Kopf rangehen. Wie machen wir das so, dass es gelingt? Und dass es eben nicht bei kosmetischen Korrekturen bleibt, wenn wir wollen, dass das weltweit gelingt und wir können es nur auch gemeinsam weltweit lösen, dann müssen wir zum Beispiel in Deutschland auch zeigen, dass wir leuchtendes und nicht abschreckendes Beispiel sind, dass wir also das hinbekommen, Umwelt zu schützen, Emissionen zu verringern, wirksamen Klimaschutz und gleichzeitig auch noch Wohlstand und eine freiheitliche Lebensweise zu erhalten. Nur dann werden auch andere in der Welt sagen, das ist was Gutes und wir folgen gern dem Vorbild Deutschlands. Und dafür müssen wir mehr tun, als nur Verzicht zu predigen, denn der wird gar nicht ausreichen und der wird auch für andere, für Entwicklungsländer nicht das Rezept sein. Wir müssen das mit Innovation und mit Wettbewerb hinbekommen. Wohlstand ist genau das Problem, was Sie sehen. Sie sagen, dass unser Streben nach Wohlstand genau das Problem ist, was dem Klima am Ende schadet. Sie gehen so weit, dass Sie sagen, also alle Unternehmen, die sozusagen in ihrem Streben nach Wohlstand die Natur zerstören, die müssen zur Verantwortung gezogen werden. Also die sollten dann auch bestraft werden, weil sie Menschen tatsächlich töten. Sie haben gesagt, zum Beispiel die Vorstände von RWE oder so, die müssten dann vor Gericht. Warum? Erklären Sie das bitte. Naja, es ist im Grunde der Zusammenhang ja einfach zu verstehen. Wir haben eine Gesetzgebung der Verbrechen gegen den Frieden. Es gibt verschiedene NGOs, die schlagen vor, dass man auch den Ökozid als Verbrechen gegen den Frieden anerkennt. Was ist der Ökozid? Ein Unternehmen, das Umweltsysteme zerstört, dass das Klima zerstört,
sorgt letztlich dafür, dass Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren. Und wenn sie ihre Lebensgrundlage verlieren und sterben, sind die Unternehmen ganz klar dafür verantwortlich. Wir machen mal ein Beispiel. Mhm. Exxon, die wissen ganz genau, seit 68, eine Erdölfirma, wissen seit 68, dass die Treibhausgase das Klima erwärmen. Trotzdem haben sie einfach das gleiche Wirtschaftsmodell weitergeführt, weiter Öl und Gas gefördert. Sich gegenseitig oder gleichzeitig haben sie ihre Bohrinseln gegen zum Beispiel höheres, also Meeresspiegelanstieg abgesichert. Auf der anderen Seite haben sie viele, viele Millionen darin investiert, um die Menschen fehlzuinformieren darüber, dass es diese Klimakrise gibt. Und da sind sie verantwortlich, weil sie haben ein Unternehmen, was das Erdklima zerstört. Die Zukunft der Kinder, die jetzt jung sind. Das sind Unternehmen, die haben das wissentlich gemacht. Dafür sind Menschen verantwortlich. Die haben da Entscheidungen getroffen. Und das heißt, deshalb sollten die vor Gericht gestellt werden und mit einem neuen Straftatbestand Ökozid dann auch verurteilt werden. Das ist das, was Sie wollen. Ja, selbstverständlich. Denn wer etwas zerstört, und hier zerstören Unternehmen unsere Lebensgrundlage als Menschen sollte auf diesem dafür Planeten bestraft werden. Und die müssen dafür bestraft werden. Wenn ich etwas zerstöre, wenn ich etwas kaputt mache, muss ich bestraft werden. Frau Teuteberg. Die Lösung liegt allerdings woanders, denn aber ist es denn, also der Gedanke, also ich würde gerne den Gedanken aufgreifen, da ist also mal angenommen, das ist dann so, dass man einem Unternehmen nachweisen kann, mit seinem Handeln zerstört es die Natur. Ist das erstens so einfach, das nachzuweisen, und zweitens, ist es richtig, die zur Verantwortung zu ziehen? Es ist in vielerlei Hinsicht sehr schwierig mit dem erwähnten Straftatbestand, aber Verantwortung kann ja anders wahrgenommen werden, und wir sagen, und das ist übrigens das Wesen von richtig verstandener Marktwirtschaft, auch Verbrauch von Ressourcen und Umweltverschmutzung muss einen Preis haben. Deshalb wollen wir zum Beispiel, dass der CO2-Ausstoß konsequenter einen Preis hat, dass wir auch übrigens politisch eine wirkliche Obergrenze, ein Limit für CO2 festlegen, aber dass wir dafür sorgen, dass Unternehmen, die mit ihrer Produktion CO2 ausstoßen, dass sie dafür einen Preis zahlen, dass wir das deshalb wirksam begrenzen. Dass sie dann einen Anreiz haben, es eben zu vermeiden und deshalb verstärkt da zu investieren, wo es gut möglich ist, eben den Ausstoß zu vermeiden, die Umwelt zu schützen. Und gleichzeitig will ich allerdings ganz klar widersprechen, dass wir kein Wachstum mehr bräuchten, was in diesem Zusammenhang vertreten wird. Vorhin war die Rede übrigens von sozialem Aufstieg. Mhm. Und der ist übrigens in vielen Gesellschaften überhaupt nur möglich, wenn es Wachstum gibt. Wir brauchen aber intelligenteres Wachstum. Wachstum, was nicht Raubbau an der Umwelt betreibt. Und deshalb brauchen wir eben einen Preis wirklich für CO2, und wir brauchen mehr Innovation und Technologie, die Umwelt schont. Wir bleiben bei dem CO2-Preis, das würde mich interessieren. Also wäre das für Sie ein Weg zu sagen? Vielleicht muss man die nicht ins Gefängnis schmeißen, sondern wir machen es einfach so teuer, dass Sie Ihr Geschäftsmodell ändern. Ja, ganz klar braucht man einen CO2-Preis. Das ist unbestreitbar. Den hätte man vor 30 Jahren schon gebraucht und auch vor 30 Jahren schon einführen müssen. Es ist jetzt wirklich sehr spät zu hoffen, dass man allein darüber etwas erreicht. Die Frage, denke ich, in der Politik muss wirklich nicht sein, was ist möglich, sondern was sind die physikalischen Grenzen unseres Planeten und wollen wir als Menschheit auf diesem Planeten noch weiterleben, ja oder nein? Mhm. Und dann muss man sich überlegen, wie können wir unser soziales System, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft so aufbauen, dass wir nicht mehr Ressourcen verbrauchen, als wir auf dem Planeten haben. So jetzt, muss man ja mal anfangen, genau, weil mit der Physik kann man ja nicht diskutieren. Frau Teuteberg sagt, man macht es teuer, das würde schon reichen, dann muss niemand ins Gefängnis. Also bisher haben wir mit den marktwirtschaftlichen Dingen versucht, ja, seit 1990 60% die Emissionen gestiegen. Es hat offensichtlich nicht funktioniert. Also zum einen haben wir es noch nicht genügend konsequent mit den sinnvollen marktwirtschaftlichen Instrumenten bisher gemacht, weil viele Bereiche, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft sind noch gar nicht einbezogen in so eine sinnvolle Bepreisung von CO2. Das ist das eine. Darüber hinaus übrigens haben wir in Deutschland eine ganze Menge gemacht, was nichts mit Marktwirtschaft zu tun hat, was sehr teuer ist. Zum Beispiel bei der EEG-Umlage Milliarden umverteilt übrigens, ohne dass wir unsere CO2-Ziele erreicht haben. Und gerade deshalb müssen wir doch gucken, nicht mehr vom Falschen zu
tun, sondern wie wir wirklich eine wirksame, gelingende Klimapolitik machen. Weil uns geht es ums Gelingen von Klimaschutz. Und dann übrigens wird uns das ja nur gelingen, wenn wir andere auf der Welt davon überzeugen. Frau Rakete, Sie haben kein Vertrauen mehr in die Politik, lese ich in Ihrem Buch. Also Sie gucken die ganze Zeit Frau Teuteberg auch gar nicht an, ist mir aufgefallen. Aber das liegt wahrscheinlich jetzt nur daran, dass wir miteinander reden. Aber trauen Sie das der jetzigen Politik überhaupt nicht mehr zu, dass sie tatsächlich jetzt mal, sage ich mal, den Schuss gehört hat und umsteuert? Also die aktuelle Koalition, die wir haben, bricht den Pariser Klimavertrag. Und alle Wissenschaftler sind extrem schockiert darüber und sagen, dass das, was in diesem Klimapaket steht, absolut nicht ausreichend ist. Und das andere, was das nächste Problem an dem Klimapaket ist, dass es sozial ungerecht ist, das wurde jetzt auch schon ausgerechnet, dass es mal wieder diejenigen am meisten trifft, die sowieso schon Geringverdiener sind. Das Klimapaket ist absolut nicht ausreichend, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Da würden Sie vermutlich gar nicht widersprechen, oder? Wir haben auch Kritik am Klimapaket, weil wir zum Beispiel sagen, dass die Große Koalition eben nicht konsequent genug diesen CO2-Zertifikatehandel praktiziert und dem auch traut, dass es sich über den Markt, sozusagen, in dem es teurer wird und knapper, dann regelt. Sie macht auch unsinnige Subventionen. Wir sind zum Beispiel nicht dafür, dass man den Kauf einzelner Elektroautos subventioniert, zumal das meistens eher dann der Zweitwagen in der Stadt wird, als dass das jetzt dazu führen würde, CO2 wirklich einzusparen, sondern wir wollen, dass konsequent CO2 einen Preis bekommt und dass wir nicht lauter ein Sammelsurium von lauter Subventionen haben, sondern ein sinnvolles System, was funktioniert. Die Politik ist in diesem Jahr besonders wach geworden, weil der Druck von der Straße besonders groß geworden ist. Es gibt die jungen Leute, die demonstrieren. Es gibt Extinction Rebellion. Frau Rakete hat sich dieser Organisation jetzt angeschlossen. Geht es nicht ohne Druck? Also muss erstmal sozusagen die ganze Stadt lahmgelegt werden von Aktivisten, die sich da die Straßen blockieren, bevor die Politik dann merkt, oh, es könnte ein Thema sein, das auch unsere Wähler interessiert? Also abgesehen davon, dass durchaus ja das Thema auch vorher auf der Tagesordnung war, auch wenn wir deutlich mehr machen müssen, würde ich genau unterscheiden zwischen sehr legitimem und gutem Protest oder Versammlung und Demonstration. Das ist völlig legitim, auf ein Thema aufmerksam zu machen, seine Meinung da zu artikulieren. Es ist aber ein Unterschied, ob man anderen seinen Willen aufnötigt durch Blockaden oder Rechtsbruch. Und das würde ich einfach sehr genau unterscheiden. Okay. Wir können in unserer Demokratie sehr sachlich darüber diskutieren. Wer was nötig findet, aber nicht mit Rechtsbruch. Nötigen Sie den anderen Ihren Willen auf, wenn Sie die Straßen blockieren, Frau Rakete? Das denke ich nicht. Also die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland sagt zum Beispiel, dass sie sich mehr Klimaschutz wünscht. Und ich kann wirklich nur hoffen, dass jetzt am 29.11., da ist der nächste Klimastreik, das ist direkt vor der nächsten Klimakonferenz, dass wieder viele, viele Menschen mit Fridays for Future auf die Straße gehen werden und sagen werden, dieses Klimapaket reicht nicht aus. Okay. Die internationale Staatengemeinschaft muss wirklich sich an das halten, was bei Paris beschlossen wurde. Gestern kam eine große Studie heraus, da steht drin, wir werden es nicht schaffen, 74% der Länder erreichen die Pariser Klimaziele nicht. Und die Pariser Klimaziele sind nicht mehr ausreichend, um uns wirklich vor diesen Kipppunkten zu schützen im Klimasystem. Das ist ein Skandal. Wir unterschreiben alle ein Papier zum Klimaschutz und dann wird es nicht umgesetzt. Die Länder brechen alle die Richtlinien, die sie unterschrieben haben. Ja, Frau Teuteberg, da ist nichts dran zu deuten. Das Ob ist völlig unstrittig, dass Klimaschutz wichtig ist und dass auch viele Menschen wollen. Das wollen wir auch. Aber wir müssen uns trotzdem doch darüber unterhalten und auch streiten können in der Demokratie. Was sind kluge Maßnahmen, um das zu erreichen, die sowohl Akzeptanz finden, und zwar bei uns im Land, bei den Menschen, als auch übrigens international, damit möglichst noch andere mitmachen. Und darüber muss man streiten können. Das ist das Wie und nicht das Ob. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen. Und das muss man in der Demokratie aber übrigens auch aushalten, dass andere genauso das Recht haben, ihre Meinung zu sagen und das auszuhandeln und mit Mehrheit zu entscheiden. So, vielen Dank erstmal hierfür. Ich würde gerne das nochmal an den Tisch rübernehmen. Sie bleiben sozusagen politisch verantwortlich, jetzt auch für den Klimaschutz. Die FDP, das halten wir mal fest, und Frau Rakete wird blockieren. Herzlichen Dank erst einmal für diesen Moment. Und ich würde gerne das rübertragen zu jetzt Johannes B. Kerner. Sie haben gehört, was hier gesagt wird. Extinction Rebellion blockiert Straßen. Sie haben gehört, was sich Herr Rossmann wünscht. Es gibt auch den Vorwurf, wir seien zu hysterisch. Wir
gucken plötzlich nur noch auf ein Thema, was vorher gar nicht so richtig im Fokus war. Wie sehen Sie das? Also das Thema sollte im Fokus sein, das sehe ich auf jeden Fall so. Und insofern kann man Straßen blockieren? Ja, Straßen, das ist eine Form von Ungehorsam. Also es werden ja nicht ganze Großstädte für immer blockiert, sondern es werden einzelne Kreuzungen in Städten für einen sehr überschaubaren Zeitraum. Also das ist, was weiß ich, morgen streikt die Lufthansa, da werden auch Leute betroffen sein von. Aber es ist trotzdem richtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht haben zu streiken. Das ist bei uns einfach so vorgesehen. Ich finde das nicht so dramatisch, würde immer sagen, geht es auch nur mal kleiner. Aber ich finde das Thema sehr wichtig und ich finde eine gewisse Form von was ist ziviler Ungehorsam das richtige Wort? Ich weiß es gar nicht. Von Widerstand und von Aufmerksamkeit, von aufmerksam machen auf ein Problem, finde ich durchaus richtig. Mhm. Nachvollziehbar, eigentlich unterstützenswert. Haben Sie jetzt Nein, ich habe es weder quer gelesen noch mich mit dem Klappentext befriedigt, sondern ich werde es lesen, habe aber durchaus mich ein bisschen schon beschäftigt mit dieser Thematik und kann nur sagen, also die Bäume, die, er hat es ja richtig gesagt, 91% da im Amazonasgebiet werden abgeholzt für Tierfutter, die Bäume sind dann weg, die können keine Photosynthese mehr machen. Und wenn ich das richtig erinnere aus dem Biologieunterricht, ist das der Prozess, wo CO2 mithilfe von Wasser und Licht umgewandelt wird in Sauerstoff und den braucht man zum Leben. Mhm. Herr Aus, Sie haben vorher gesagt, dass die Politik große Themen liegen lässt. Jetzt ist Herr Rossmann hier, der Bücher kauft und im großen Maße verschenkt. Das ist Frau Rakete Papier. Hier, die sagt, man muss eben viel radikaler sein. Ist das auch so ein Politikfeld, wo Sie einverstanden sind damit, dass die Politiker offensichtlich nicht gelöst haben, was da an Problemen ist? Ich glaube, man muss erstmal verschiedene Bereiche auseinanderhalten. Ich glaube, das, was Sie am Anfang gesagt haben, bevor Sie das Buch da vorgestellt haben, nämlich die Frage der Bevölkerungszahl. Das ist der entscheidende Punkt. Es gibt auf der Welt sehr viele Menschen und es sieht so aus, als wenn es in Zukunft noch mehr Menschen gibt. Und natürlich ist der Planet nicht für eine unbegrenzte Zahl von Menschen überhaupt belebbar. Das geht eigentlich nicht. Ja. So, das ist Punkt 1. Das heißt, ich glaube, dass man dafür sorgt, dass die Geburtenraten runtergehen. Manchmal gehen sie auch von selbst runter, nicht? Durch größeren Wohlstand. Das passiert ja auch tatsächlich. Oder durch wirklich ziemlich, will man sagen, fiese Maßnahmen, wie in China die Ein-Kind-Politik und dergleichen. Das heißt, ich glaube, das Kernproblem besteht als erstes mal daran, dass es sehr viele Menschen gibt, die ballen sich auch in bestimmten Gebieten. Das ist Punkt 1. Zweitens, glaube ich, muss man Klima, CO2 und Umweltschutz ein Stück auseinanderhalten. Es wird sehr häufig alles in einen Topf geworfen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so sicher, ob alles von CO2 tatsächlich abhängt. Und ich bin zweitens nicht so sicher, ob die Maßnahmen, die wir im Augenblick ergreifen, ob die im Endeffekt tatsächlich dazu führen, dass es a. weniger CO2 gibt und dass es b. die Umwelt dadurch besser geschützt wird. Aber es gab, ich will jetzt keinen großen Ausflug machen in die Vergangenheit, es gibt in der Weltgeschichte, das ist auch bewiesen, Wärmeperioden, zum Beispiel um das Jahrtausend rum, als Grönland besiedelt wurde und dergleichen. Später gab es die kleine Eiszeit. Das müssen wir jetzt gar nicht vertiefen. Das ist ohne Zweifel so. Und es waren auch nicht nur regionale. Und damals sind die Leute weder mit Kreuzfahrtschiffen noch mit SUVs irgendwie nach Grönland gefahren. Ich glaube, Frau die Konzentration. Rakete so eine Sorge nicht machen. Ich glaube, die Hysterie hat überhand genommen. Mhm. Gleichzeitig bin ich der Meinung, dass es manchmal besser ist, die richtigen Dinge aus den falschen Gründen zu tun, als die falschen Gründe aus den richtigen Gründen zu tun. Insofern ist es sehr richtig und sehr wichtig, fossile Brennstoffe, den Verbrauch von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Und wenn man dazu die Panik vor der Klimakatastrophe braucht, dann soll mir die Sache recht sein. Mir würde es auch reichen zu sagen, die Vorräte sind irgendwann erschöpflich, also lass sie uns sorgfältig nutzen. Und das Zweite ist, ich habe auch nichts dagegen, wenn die Leute weniger Fleisch essen und wenn es weniger Rinder gibt und dass die Wälder abgeholzt werden, ist eine Katastrophe. Da gibt es gar keine Frage. Aber alles nur auf CO2 zu reduzieren, finde ich ziemlich dünn. Haben wir keinen Grund zur Panik, Herr Rossmann? Für seine Hysterie? Frau Maischberger, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich vor 2 Monaten anders gedacht habe. Mhm. Und nach dem Buch habe ich wirklich so viele Fakten und Informationen. Dann lese ich das jetzt auch und dann ändere ich meine Meinung. Und ich werde Herrn Aust jetzt in einem ganz wichtigen Punkt widersprechen. Seit Aufzeichnung des Klimas, ich weiß nicht, 150 Jahre oder wie lange das ist, in den letzten 15, 14 Jahren, seit 2005, hat es die 9 wärmsten Jahre gegeben von 10.
Ja, und das hat nichts mit, wir haben das Anthropozän, so sagen die Wissenschaftler. Wir sind seit 150 Jahren in eine Zeit hineingetaucht, wo nicht mehr Vulkane und andere externe Faktoren das Klima machen. Wir als Menschen machen das Klima. Ist das eine Glaubensfrage? Glaube, das hat mit Glauben überhaupt nichts zu tun. Weil ich kann doch mich nicht hinstellen und sagen, dass 97% aller Klimaforscher Idioten sind. Das ist mir doch absurd. Ja? Ein letzter Satz. Ja, es fällt mir wahnsinnig schwer, Stefan auszuwidersprechen. Aber ich glaube, dass CO2 ein Klimakiller ist, dass es wissenschaftlich wirklich belegt ist. Aber 1000%. Bis auf den amerikanischen Präsidenten haben das auch den meisten Ich weiß, Stand. Man ist nur, sofort, nur, deswegen gibt ja, es auch Themen wie dieses, wo ich eigentlich lieber schreibender Journalist bleibe. Sendung ja. Ja. Nein, und werden diesen Konflikt wahrscheinlich nicht mehr lösen, sondern erstmal lesen. Ich bestreite nicht, dass das was damit zu tun hat. Aber Panik soll nicht dazu führen, glaube, dass man alles... Ich glaube, es ist für nicht den der einzige Grund. Deutschland ist als Land der sechstgrößte CO2-Emittent auf der ganzen Welt. Als Land. Jeder Deutsche verbraucht im Schnitt 11 Tonnen CO2 oder verursacht 11 Tonnen CO2-Emissionen. Kann man alles nachlesen. Und jeder Schwede 5 Tonnen und jeder US-Bürger 20 Tonnen. Ja. Man muss mal diese Relationen im Kopf haben. Wir haben es verstanden. Herzlichen Dank, dass Sie kontrovers diskutiert haben. Vielen Dank auch Frau Teuteberg, Frau Rakete, Stefan Aus, Johannes Bekerner und Dirk Rossmann. Am Ende dieser Sendung bleibt mir mich zu bedanken bei Ihnen und zu sagen, hier wartet schon das Nachtmagazin. Schönen Gruß an die Kollegen, Verzeihung, André Schünke ist da. Schönen Gruß euch. Wiedersehen. Musik